Moini und willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren auf Shots. Let's go. Leute, wir machen 5 Minuten Pause. Kennt ihr eigentlich den Song von Schwester Eva? Von wem? Schwester Eva. Sag das nochmal. Was ist das für ein altes Handy? Oh mein Gott, das Handy ist überalt, Leute. Du musst es lässiger sagen. Song von wem? Okay, sorry. Song von Schwester Eva. Schwester Ewa. Schwester Ewa. Nein, mach es falsch, Mann. Die heißt Schwester Ewa. Nein, Schwester Ewa. Schwester Ewa. Oha, ihr seid schon wie Hermine. Wingardium Leviosa und nicht Leviosa. Sorry, du Zauberin. So ist es halt. Pause zu Ende. Wir fahren fort. Toll. Einmal Schwester Ewa gesagt und schon Pause zu Ende? Ich durfte die Erdbeeren nicht essen. Ich musste sie zurückgeben. Wir sind in London und hier wurden die berühmten Schoko-Erdbeeren verboten. Die Leute auf dem Markt haben demonstriert, damit es die Erdbeeren wieder gibt. Ich habe die letzten Sommer probiert und ihr fragt mich, okay. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf reagiert habe. Aber solche Schoko-Erdbeeren, Leute, die wären es anders. Mit warmer Schokolade. Der Markt hat gesagt, ihr dürft die nicht verkaufen, weil es zählt nicht als Frucht oder Gemüse und deshalb dürft ihr nicht. Aber so viele Leute haben sich beschwert, dass es diese geilen Schoko-Erdbeeren nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es die wieder. Ich bin hingerannt. Ich habe mich durch den Regen gekämpft. Das Problem war, meine Schokolade ist komplett hart geworden. Ich konnte die Erdbeeren nicht mehr essen, weil wir haben woanders meiner Mama was zu essen gekauft. Und ich wollte mir nur eine Serviette holen. Und der Mann hat meine harte Schokolade gesehen. Und er hat gesagt, stopp, nein, so darfst du die nicht essen. Oh, er hat mir einfach komplett kostenlos eine neue Packung Schoko-Erdbeeren gegeben. Wie süß. Ratet mal, wie teuer die waren. Der Preis, der tut weh. Heim dann aus unserem Haus ist fertig. Haben. Ich schätze so 8 Pfund. Boah, ich weiß aber gar nicht den Kurs von Pfund, weil das war ja irgendwo in London. Leute, wir müssen unbedingt mal irgendwie so einen Reisevlog machen mit Ben. In London, Japan, New York. Das wäre so cool. Ich habe jetzt so geile Kameras und ich muss jetzt unbedingt Vlogs machen bis zum Umfallen. Letztens kam schon kein Sonntagsvlog, weil ich es verkackt habe, bin ich ehrlich. Müssen wir nachholen, Leute. Müssen wir nachholen. Und wir haben es geschafft, bis zum Grundwasser zu graben. Jetzt nehmen wir die Verschalung raus. Boah, ist das ein Tunnel. Oh mein Gott. Ich hätte voll Schiss, dass es bei mir einstürzt. Also richtig heftig ist es bei mir einstürzt. Am Ende hatten wir ein 12 Meter tiefes Erdloch, das wir mit Betonringen abgestützt haben. Weil unser Loch so tief ist, haben wir eine ganze LKW-Ladung Betonringe benötigt. Jo. Zum Schluss hat Johannes den Geheimgang aus unserem Haus freigeflext. Gewinne ich ein Wettrennen mit dem Bus? Ist ja mega cool. Bis zur nächsten Haltestelle. Die Strecke zwischen beiden Stops ist eine perfekte Gerade von 250 Metern. Riedler Straße. Vielleicht wohnt da jemand von euch. Grüße gehen raus. Keine Ahnung, welchem Bundesland das ist. Für normalerweise etwa eine Minute. Hoffentlich Zeit genug, um ihn abzuziehen. Also habe ich meine alten Knochen vorgedehnt und einen persönlichen Rekord in Liegestützen aufgestellt. Stabil, die waren richtig gut ausgeführt. Jetzt muss ich nur noch mental an den richtigen Ort und schon kann es losgehen. Auf den ersten Metern war ich schnell wie der Wind. Okay. Noch läuft gut. Okay. Doch dann kam direkt das erste Hindernis. Drei gestandene Männer blockieren den Weg. Nein. Sorry, Jungs. Und ein Blick nach hinten hat verraten, der Bus drückt ordentlich aufs Gas. Ich holte alles aus mir raus und habe auf dem Weg sogar eine Maschine in Form eines Fahrrads wie ein Gepard überholt. Entschuldigung, Fahrradfahrerin. Der Busfahrer muss einen Bleifuß haben, denn in dem Moment überholt mich die Höllenmaschine, aber das Ziel ist nicht mehr weit. Du musst das schaffen, komm schon. Und gerade als die Türen schließen wollten, konnte ich noch reinhuschen. Wenn ihr wollt, dass wir das auch in der U-Bahn machen, schreibt es in Kommentare. Dass seine Kamera nicht abgeflogen ist, finde ich funny, weil... Die werden mir safe abgeflogen, Alter. Okay, dann lass mal jetzt stopp. Was ist das denn? Bäh. Hey, jetzt bin ich ungeschminkt. Na, was ist denn das? Wir sind im November 2019. Haben wir alle keine Nacktfotos? Ups, schön gesagt. Was war da denn los? Die Top 3 Eingänge in Minecraft. Oha, der da bin ich, Alter. 3000 wir müssen Jahre auf mich alt. Auch reagieren. Let's go. Und dann Alter, ein Gemäldeeingang, wie krass. Level 2 ist ein bisschen schwerer. Wir machen hier einfach 4 Kupferstäbe hin. Und dieser Take war so schwer aufzunehmen, Level Leute. Pro. Wir brauchen hier einfach nur eine Hacke. Bauen uns hier einmal durch. Klicken auf das Minecart. Und schon sind wir in unserer Base. Ja. Kannst du mir mal erklären, wieso aus deinem Adventskalender schon Nummer 1 und 2 geöffnet wurden?
Wir haben den 1. Dezember, dann wird auch nur das erste Paket geöffnet, nicht das zweite, nicht das dritte, nur das erste Paket wird am 1. geöffnet. Ja, ich weiß, aber es hat sich so angehört, als wäre da ein Überraschungsei drin gewesen, dann habe ich es halt einfach aufgemacht, weil ich dachte, da ist ein Überraschungsei drin. Du willst mir sagen, dass in so einem Paket, ja, ein Überraschungsei drin sein soll? Ich hab's nicht so mit Physik und räumlicher Darstellung. Ich stehe 4 in Physik. Okay, und was war drin? Lass mich raten, kein Überraschungsei. Also in der 2 waren, glaube ich, diese Schokolinsen drin. Smarties? Das ist voll verwirrend, weil er hat doch die 2 gezeigt. Das war da doch noch drin. Oder bin ich dumm? Naja. Diese bunten Smarties, ja. Ja, viele Erwachsene lachen immer über die Trends heutzutage. Na, irgendwie so die ganzen alten Säcke. Oh mein Gott, also, du bitte nicht gedingst werden, Alter. Ja, die kriegen dann so einen Anfall. Muss ich noch ersetzen, aber Leute. Aber selber vor ein paar Jahren, ne, hier. Ich hab mir gerade in die Hose gekackt. Heute ist der krasseste Tag meines Lebens. Er hat mich jedes Mal mit denen in die Hose gekackt. Das sind so richtig der Podcast und er, wir scheißen uns in die Hose. Denn ich treffe Cristiano Ronaldo. Aber bevor ich ihn treffe, wollte ich seine Tagesroutine machen. Das bedeutet, um 6 Uhr morgens klingelt der Wecker und dann geht's auch schon los zum Fitness. 6 Uhr morgens? Guten Morgen. Ronaldo macht 2 Stunden Cardio. Das heißt jetzt erstmal 2 Stunden fettes Workout. Das habe ich natürlich gemacht. Den klassischen Jubel musste ich natürlich auch üben. Hab sogar Zuschauer. Nach 2 Stunden Cardio gibt's wieder einen Nap. Schlaf ist für ihn sehr wichtig, aber um 9:30 ging's weiter. Nächster Step, viel Proteine. Für die anderen war es viel zu früh. Breakfast vorbei, jetzt gibt's 2 Stunden Workout. Inzwischen war es 10:30 Uhr, die anderen waren auch schon wach. Und Jonas hat dann meinen Trainer gespielt. Und dann ging es auch schon los ins Stadion. Dieser Platz wird so mit Liebe behandelt, dass die den mit Nagelscheren schneiden. Oh, dann haben wir Fotos mit Petri gemacht. Ich glaub, der Kameramann war besoffen. Und dann kam der Moment. Und wann kommt jetzt Ronaldo? Digga, Ronaldo spielt nicht hier. Ja, war wohl ein Missverständnis. Cristiano kam nämlich gar nicht. Egal, wenn wir schon mal hier sind, einfach umziehen und Fußball spielen. Als Entschuldigung hat mich FC Barcelona dann in der Story erwähnt. Die anderen haben sie nicht erwähnt, weil die hatten keine Schuhe an. Tja, das ist auch uncool. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Und deshalb habe ich meine Wut am Kameramann ausgelassen. He fucked up. Entschuldigung, aber der Film ist ab 12. Ja und? Nun ja, der sieht nicht aus wie 12. Aber der hat doch schon Schnurrbart. Genau! Ja, aber der ist wohl kaum echt. Ach Mann! Ja, okay, aber ich bin sein Vater und nach § 11 Absatz 2 Jugendschutzgesetz kann ich ihn auch schon in einen Film ab 12 mitnehmen. Denk dran, Johnny, du arbeitest hier schwarz und du willst keinen Stress. Na gut, dann ist das für mich in Ordnung. So, wir sind drin, Kleiner, jetzt gib die Kohle. Aber ich muss dir doch gar nichts geben, ich bin erst 7 und ich krieg gar kein Taschengeld. Scheiße, verdammt, ich muss weniger Videos machen. Kennt ihr noch Nintendogs? Ich war bei einem Real-Life Anwalt, Alter. Auf einmal ist er Daddy geworden. Daddy-Anwalt. Und das war eigentlich ein Freizeitpark mit ganz vielen Achterbahnen. Und da die Hunde sowas ja nicht fahren dürfen, haben sie ihren eigenen Park bekommen. Sogar imaginäre Hunde durften mitmachen. Die Frau hatte ihren Hund einfach im Rucksack. Andere benutzen Kinderwagen. Voll crazy, dass es so Hunde-Kinderwagen gibt. Und die haben gleich ihre ganze Welpenzucht mitgenommen. Ich habe for real noch nie so viele Hunde auf einem Fleck gesehen. Ich meine, die Hunde haben sogar eine eigene Show bekommen. Auf der Hunde aufgetreten sind. Der Tag war perfekt und die Hunde waren so süß, wenn ich nicht in Kacke getreten bin. Scheiße gelaufen. Nee. Checkt hier. Ich bin in Scheiße gelaufen. Ah ja. Checkt. Oh. Dies ist eine Durchsage. Bitte rauchen Sie nur im gekennzeichneten Bereich, lassen Sie Ihre Koffer nicht unbeaufsichtigt stehen und halten Sie den Leitstreifen frei. Danke. Die Leute reden. Ich finde, die Leute sollten ein bisschen nochmal erklären, was ein Leitstreifen ist. Also ich weiß es ja jetzt durch mein immenses TikTok-Wissen, aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was ein Leitstreifen überhaupt ist. Mal neben mir, denke ich, das ist mit. Noch einmal zum Verständnis. Ihr seht ja auch hier, dass ich relativ vorsichtig unterwegs bin, denn ich möchte natürlich, dass sich niemand verletzt. Ich möchte aber auch auf der anderen Seite, dass der Leitstreifen freigehalten wird. Das heißt, natürlich darfst du drüber gehen, aber bitte nicht blockieren. Ich kenne genug Freunde, die blind sind und dessen Stöcke kaputt gegangen sind, weil Leute da drauf getreten sind. Und auch mir wird dann eine lustige Situation passieren, die ehrlich gesagt gar nicht mal so lustig ist. Aber und falls jemand von euch bis hierhin das Video geschaut hat, hier nochmal einige Zahlen und Fakten. 1,3 Millionen blinde und sehbeeinträchtigte Menschen leben in Deutschland. Alles gut bei dir? In dieser Situation habe ich doch gar keine Schuld. Ich stelle die Person sogar zur Rede, aber da kommt keine Antwort. Typisch. Spring, Junge, spring! Genau aus solchen Situationen gehen immer die Stöcke kaputt. Im letzten Video wurde ich ausgelacht. Oh nein, das Video, oh, das war länger als eine Minute. Ich wollte gerne wissen, was er zu erzählen hat. Egal! Ich erzähle euch jetzt warum. Und zwar hat unsere Klingel gesummt, sobald jemand geklingelt hat. Das hat dazu geführt, dass jeder Postbote seinen Witz des Tages raushauen konnte. Hier ist Ihr Paket. Danke. Haben Sie eine Hummel in der Klingel? Hm.
Da es mir langsam auf den Sack ging, wollte ich die Klingel reparieren. Währenddessen habe ich festgestellt, dass die Klingel das Haus einer Spinne ist. Und da ich nicht ihr Zuhause wegnehmen wollte, habe ich sie wieder reingetan. Aber sie ist leider abgehauen und hat mich und ihr Haus einfach zurückgelassen. Nein. Ja, und ich wurde dann halt ausgelacht, weil ich die Spinne wieder zurückgepackt habe. Oder vielleicht auch, weil die Klingel danach immer noch gesummt hat. Aber ich sag's euch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Schaut euch das an. Die Klingel ist einfach wieder heil. Dadurch, dass ich so gut zu der Spinne war, wollte sie sich revanchieren. Also ist sie zu ihrem Haus, der Klingel, zurückgekehrt und hat sie repariert. Der spielt das rückwärts ab. Karma vergisst nie. 1, 2, 3, 4 und du bist raus. Den einzigen, den ich draußen hatte, hast du rausgeschmissen, ne? Wer ist dran? Jonas, wer ist dran? Immer der fragt. Ja, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Der normale Würfel vom Spiegel? Wenn ich eine 2 würfel, darf ich direkt ins Haus, ne? Mann, Tom, du Sack! Ich hab dir schon 300.000 Mal erklärt, wenn du eine 6 hast, darfst du einen rausmachen und mit der passenden Zahl kannst du, wenn du einmal rumgelaufen bist, ins Haus. Also brauch ich jetzt... Halt's Maul. Man, immer muss ich mitspielen, oder was? Oh ja, das bin ich ja auch. Eine Runde kannst du ja wohl mit uns spielen, oder was? Eine kannst du machen. Wenn du eine 6 würfelst, dann nimm einfach den anderen, weil dann kannst du ihn rausspielen. Ja, lass ihn fertig machen. Hey Jungs, ohne Teams, wirklich. Mensch, ärgere dich nicht. Frauen in kurzen Röcken, Leute, ich feiere Brettspiele überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich so sagen, wie es ist. Ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding, Leute. Da muss man zu viel denken. Und aggressive Spiele, außer dass mir der Rock erstaunlich gut steht, bin ich alles davon nicht. Ich bin ein mittelmäßiger Tennisspieler, der gerne Trickshots mag. Au, das waren die Eier! Einer der schwersten Trickshots im Tennis ist der Stoppball, der wieder ins eigene Feld fliegt. Und genau den muss ich jetzt schaffen. 5 Versuche ab jetzt. Okay, okay. Der erste Versuch war gar nicht mal so schlecht. Schade. Trotzdem nicht. Ja. Wenn ich es in 5 Versuchen nicht schaffe, muss ich 100 Euro an die Schweizer Sporthilfe spenden. Und die Versuche 3 und 4 waren beide gar nichts. Nein. Aber dann ist das passiert. Und. Ja, er hat's geschafft. Ja. Und gespendet habe ich trotzdem. Ehrenmann. Das haben wir alles auf der Halloween-Party als Mary Poppins gegessen. Mm. Als allererstes sollten wir unsere eigene Pizza machen. Ich habe mich für eine Fledermaus entschieden. Oha. Weil Fledermäuse sind einfach meine Lieblingstiere. Das sieht cool aus. So süß. Boah, das sieht richtig, ich habe auf jeden Fall ganz viel Belag drauf. Käse, geile Sau. Geile Pizza-Entscheidung. Ich mache ganz viel Käse. Die Krankenschwester hat auch mal dran gebissen. Und dann habe ich mir noch ein Getränk geholt. Mhm. Dann habe ich diesen leckeren Tortellini-Salat gesehen und direkt probiert. Der war auch unfassbar Donuts, lecker. Dann habe ich mir hier noch einen Donut genommen mit einem Auge. Draußen mit einem Totenkopf. Noch einen Lolli mit einem Fuß dran und noch ein Schokololli und noch ein Geisterlolli. Mhm. Ein paar Chips, die aussehen wie Spinnennetze. Und dann habe ich auch angefangen zu essen. Als allererstes hier diesen Geist. So aus, dann ein bisschen Papier Schokolade. Schokolade geht ja immer. Dann hier einmal diese Waffel, die war von innen grün. Das hat mir nicht so geschmeckt. Dann habe ich einmal in den Donut reingebissen und das war einfach mit Bueno-Creme. Die war einfach so lecker. Dann habe ich hier einmal den Fuß genommen. Der war auch richtig lustig. Und dann habe ich mir hier die Brause reingegeben mit der Krankenschwester. War richtig lecker. Dann hier noch ein sauren Gummi und auch noch ein bisschen Chips. Dann habe ich hier noch was getrunken und der Vampir kam auf einmal. Wir checken jetzt mal den Handwerkerkühlschrank. Banane Paluten war scheinbar nicht so beliebt, dafür aber die Frikadellen. Guck mal, hier liegt so ein Messer. Und im Kühlschrank? Niemand hat Bock auf die Äpfel. Das finde ich interessant, aber niemand hat auch Bock auf die Dinger. Oh, 2 Spezi sind noch da. Wir müssen auf jeden Fall wieder auffüllen, Leute. Aber keine Äpfel. Snack-Experte Mini-Paluten hat er schon eine gute Idee. Okay. Ich repariere unser Auto. Das Video ist auch vorbei. Alle Videos gehen so schnell vorbei. Das ist nicht ganz so einfach, weil sie den Sitz ganz nach vorne und ganz nach oben macht. Zuerst schauen wir uns die Kupplung an. Die war schon mal kaputt, weil sie nicht rauskommt. Und jetzt ist sie immer noch kaputt. Also schauen wir uns den Braten mal an. Komisch, meine Analyse hat ergeben, dass da eigentlich alles in Ordnung ist. Aber nicht schlimm, das lässt sich auch von innen reparieren, indem man die Kupplung einfach aufpumpt. Nächstes Problem ist der Spiegel, wo die Farbe
Farbe ab ist, den sollte man in erster Linie natürlich reinigen. Das ist ganz wichtig, stabil, bevor man ihn streichen tut. Schön mit Übergang natürlich. Dafür kann man ganz einfach etwas Papier nehmen, damit das Ganze aussieht wie vom Werk. Und last but not least haben wir hier so eine kleine Delle, die wir natürlich auch erstmal reinigen müssen, um sie dann mit so einem handelsüblichen Pömpel einfach auszubeulen. Das Ganze funktioniert halt, weil der Pömpel einen sogenannten Unterdruck erzeugt und das Blech einfach rauszieht. Wow. Also ich sag's euch, spart euch diese überteuerten Mechaniker und kommt Wer einfach braucht zu mir. Es schon? Meine Follower Wer braucht günstiger. TÜV? Hey Leute, wir haben jetzt ganze 40 Minuten Zeit, um Kekse zu dekorieren. 40. Und die Kekse sollen ein Geschenk werden. Also sie müssen auf jeden Fall einigermaßen nach was aussehen. Und zwar hat der Nachbar der Keks sieht so lecker seine aus, finde ich. Und seine Mutter hat mich gefragt, ob ich dafür Kekse dekorieren könnte. Die Abschlussfeier ist aber schon heute. Deswegen, ja, wir müssen uns dran machen. Fällt dir ja früh ein. Ich habe eine Steckdose dekoriert. Ich weiß nicht, ob das Motiv cool ist, ob das irgendwie total blöd ist. Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, ich hatte nicht viel Zeit. Deswegen dachte ich so, okay, mit der Glühbirne kann, glaube ich, schon mal nichts schiefgehen. Hier seht ihr übrigens mal, wie lange das Ganze in Realtime dauert. Meine Videos sind ja, keine Ahnung, teilweise 20-fach beschleunigt worden und so lang dauert das Ganze in Wirklichkeit. Kekse habe ich dann schnell in meinen Dehydrator geschmissen, damit sie schneller trocknen. Dann kamen noch ein paar kleine Details und das hier ist das Endergebnis. Ziemlich basic, aber für 20 Minuten pro Keks kann sie es, glaube ich, sehen lassen. Sieht gut aus, Alter. Würde ich essen. In letzter Zeit habe ich immer besonders gesunde Sachen zubereitet. Geschmackstest. Oh, lecker. Geschmackstest. Und deshalb habe ich mir für heute etwas Vitaminreiches überlegt. Nämlich was mit Äpfeln im Blätterteig. Aber an Apple a Day keeps the doctor away. Äpfel schälen und klein schneiden. Die Äpfel mische ich jetzt mit Zucker, Zimt und Zitronensaft. In dem Topf lasse ich jetzt Wasser, Speisestärke und Vanilleextrakt anbrennen. Die Äpfel dazugeben. Oh, ich liebe den Style. Bevor hier jetzt irgendein Jens wieder kommentiert, ja, der ist vegan. Jetzt klatsche ich hier die Apfelfüllung rein und klappe das Ganze zu. Klebt doch da dran. Streich die hässlichen Viecher jetzt hier noch ein bisschen mit pflanzlicher Milch ein, damit die am Ende nicht nur hässlich sind, sondern auch glänzen. Anderes Thema, ich bekomme manchmal so Nachrichten, wo Leute schreiben, Saskia, ich hab dich heute gesehen. Und ich mir dann so denke, ja, dann sprich mich doch an. Es ist immer voll schön, euch auf der Straße zu treffen. Hey, bist du nicht Saskia Fröhlich? Ich kenne deine Videos. Ja! Oh, ein Dämon. So, ab in den Ofen. Ich glaube, so riecht es, wenn man in den Himmel kommt. Oh, lecker. Geschmackstest. Oh, das ist heiß, das ist heiß. Ich hab's mir geiler vorgestellt. Oh, schon enttäuschend. Oh. Neue nächtliche Snacks für die Handwerker sind da. Den Start macht Haribo Party Spaß. Guck mal, da ist dabei. Runde Pickup muss auch sein. Lecker. Solche Pretzels Knusper. Die gab es tatsächlich auch mal von einer anderen Marke. Die wurde aber in Deutschland verboten. Eine Runde Corny. Und zwar Schoko Banane. Oh, mega Paluten. Was hast du noch hier? Oh. Die habe ich selber noch nie gegessen. Snickers Creamy Peanut Butter. Oh, stimmt lecker. Nee, ich will jetzt. Ich will dir natürlich auch nichts wegessen. Aber wir sind ja morgen wieder hier. Hier drin darf man nur Schokolade essen. In London gibt es ein Restaurant, wo jedes einzelne Gericht aus Schokolade besteht. Schokomelt. Ich habe von außen diese Schokobohnen gesehen und ich bin reingerannt. Es gibt keine normalen Nudeln. Oh, leckere Krebs. Ich liebe Krebs. Kein normalen Burrito, ein Schokoburrito. Oh mein Gott. Hier gibt es auch diese berühmten Erdbeeren im Becher mit Schokolade. Ich habe mir einen Kakao bestellt und der wird einfach direkt vom Schokobrunnen abgefüllt. Es gibt weiße Vollmilch und Zartbitterschokolade. Und ihr kennt mich, ich bin Team Zartbitterschokolade. Und so sieht mein Kakao aus. Ich freue mich immer, wenn ich in Restaurants gehen kann, weil ich liebe Essen. Und meine Hauptspeise war Sushi, aber kein normales Sushi, Schokoladensushi. Oh mein Gott! Sushi mit Brownies oder mit Bananen gefüllt wird. Ich musste Brownies nehmen und es hat so Das sieht geil so geil aus, Leute. Jetzt, ob ihr Team Vollmilch oder Zartbitter seid, und können wir kurz darüber reden. Ich habe überall Schokolade. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Oh, das sah so geil aus. Huch, hoppla. Da habt ihr jetzt mal kurz gesehen, wo ich hier Thumbnail-Ideen mir hole. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Haut da rein. Tschüssi.